Als allererstes wieder rechts unten das Zahnrädchen klicken und die Wiedergabegeschwindigkeit schneller stellen, weil ich ja so langsam rede. Ja, herzlich willkommen beim einzigen Ort der Wahrheit in einer Welt des Aberglaubens und der Pseudowissenschaften. Ja, also es haben sich auch an den Universitäten neben eben der seriösen Wissenschaft, also Physik plus Chemie plus Biologie plus inklusive aller Psycho- und Soziobiologien, inklusive einer psychoneuroimmunobiologischen Gesamtperspektive oder wirklich ganzheitlichen naturwissenschaftlichen Perspektive, haben sich immer mehr Pseudowissenschaften angesammelt, sodass wir also wirklich sagen, ich habe gerade wieder zig Videos ausgewertet oder zig Internetfernsehsendungen ausgewertet. Es ist ein Trauerspiel der Irrwege und der Irrtümer. Ja, und dazu passend natürlich dann auch nachher unsere wissenschaftlichen Tagesthemen heute. Wo es eben wieder, da komme ich nachher dann drauf. Ja, aber erst wieder die Kurznachrichten zum Tagesbild. Ja, das ist die Rechnung, die habe ich eben gemacht. Schauen wir mal rein. Ich glaube, jetzt sehen Sie unser Tagesbild, glaube ich, ein bisschen besser, ja? Ja, Kurznachrichten. Ja, gerade hat mich geärgert oder frustriert. Das ist ja so frustrierend. Da wurde Brasilien 100.000 Corona-Tote. Ja, warum wird nicht gemeldet? In Brasilien leben 210 Millionen Menschen. Jährlich sterben in Brasilien circa 2,5 Millionen Menschen ganz normal. In einem winterlichen Halbjahr sterben deswegen also circa 1,3 Millionen Menschen ganz normal in Brasilien ohne ein vermeintliches zusätzliches Killer-Virus. Und das heißt also, dass die 100.000 angeblichen Corona-Toten, von denen wir wissen ja gar nicht wissen, ob wirklich die Haupttodesursache und die alles entscheidende Todesursache wirklich überall bei diesen 100.000 Leuten Corona war, das Virus war, oder andere Faktoren, ja, andere Vorerkrankungen und so weiter. Aber wenn wir uns mal klar machen, das heißt, ein Dreizehntel aller Menschen, die sowieso in diesem Zeitraum sozusagen in Brasilien ganz normal sterben, nur ein Dreizehntel ist vermeintlich an Corona gestorben. Und wenn wir jetzt sagen würden, nein, also die Corona-Toten sind alle zusätzliche, also wenn die, vielleicht sind ja die 100.000 Tote gehören ja vielleicht zu den 1,3 Millionen und dann hat sich gar nichts geändert sozusagen und dann hätte Bolsonaro vollkommen recht mit seinem Ignorieren von Corona, weil es dann eben auch nur im Bereich einer kräftigen Grippe wäre, denn dann wären die Zahlen drin. Aber jetzt sagen wir mal, schlimmstenfalls, wir hätten statt der normalen 1,3 Millionen Tote jetzt 1,4 Millionen Tote. Würde das irgendeinen besorgen? Für einen Statistiker wäre das eine kleine Schwankung, wobei man nicht weiß, woher so eine kleine statistische Schwankung kommt. Aber doch kein Grund, irgendeine Gesellschaft, Volkswirtschaft sozusagen zu zerstören durch irgendwelche Lockdown-Maßnahmen. Ja? Also merkwürdig, merkwürdig, gell? Schluck Wasser. Bodo Schiffmann sagt richtig, ja, irgendwie muss es doch zu einem Aufhören kommen von der Zerstörung unseres Lebens. Ja, aber leider gehört er genau dazu, der eben alles dafür tut,
dass es so weiterläuft. Die Next Scientists for Future haben ihm mehrfach per E-Mails, man kann natürlich vielleicht oder auch jetzt per Telefonanruf darüber informiert, dass es ein neues Gesellschaftssystem gibt, in dem diese Zerstörung unseres Lebens nie wieder vorkommen kann. Aber das interessiert dann eben nicht, sondern am Ende ist Bodo Schiffmann am Ende doch wieder dafür, dass wir alles so weiterlaufen wie bisher. Dann kann man sich jetzt in Zukunft alle 3 Jahre über die Elefantengrippe, die Giraffengrippe und die Diesgrippe und die Dasgrippe, können wir uns dann alle paar Jahre über irgendwelche Lockdowns und Schweinegrippennachfolger aufregen. Ja, und vielleicht ist das auch das ganze Ziel dieser ganzen Bewegung. Aufregen, aufregen tut ja so gut und protestieren, aber bloß nichts am System ändern, das uns die Schweinegrippe und das Corona-Phänomen gebracht hat. Bloß nichts Grundsätzliches ändern. Da können wir uns alle 3 Jahre auf die Straße stellen und uns aufregen. Ja? Ja, vielleicht ist das Ganze nur eine Art Aufregungstourismus und ein die böse Regierung oder sonst wie, ja, anstatt zu sagen, wo ist der Systemfehler und dann mit Hilfe der Next Scientists for Future das zu beenden, ne? So, leider, ist traurig, ne? Dann sagt Bodo Schiffmann noch, Bayern hätte die härtesten Maßnahmen verhängt und deswegen die meisten Toten. Na, das ist ja eben wäre interessant, wenn man das wirklich belegen kann, dass je härter die Maßnahmen, desto mehr Tote. Ja, in Schweden spricht es ja eindeutig dafür. Ja. Statt 130.000 befürchteten Toten nur 5.700 Toten und das praktisch ohne jegliche Maßnahmen. Ne? Ja. Attila Hildmann spricht wieder vom satanischen Plan. Also, ja, also auch da immer diese Tendenz, irgendwelchen Menschen böse satanische Pläne zu unterstellen. Anstatt sich mit den Next Scientists for Future damit zu beschäftigen, wie wir das System so ändern, dass die systemischen Ursachen wegkommen. Ja? Aber so ist das halt. Wie gesagt, man kann ja so schön klagen und jammern, wenn man die Ursachen nie angeht, sondern alles weiterlaufen lässt wie bisher. Ja? Ja. Ja, dann interessanter Gedanke in einer Sendung. Ja, vielleicht sollten wir, das war ja auch, glaube ich, wieder Markus Krall. Ja, ich denke, wir sollten Banken in Zukunft wieder in die Pleite gehen lassen und sollten dann also sozusagen nicht die Banken retten, sondern nur die Sparkunden retten, also quasi die Kunden, die Geld verlieren, retten, aber nicht die Banken, sondern die Banken pleite gehen lassen. Ja, denn da, was also nicht aus der Konkursmasse einer Bank sozusagen bezahlt werden kann, könnte ja die Regierung übernehmen. Ja, aber das funktioniert natürlich nur, wenn wirklich alle Manager lebenslang erledigt sind, die eine Bank in die Pleite gewirtschaftet haben. Denn nur so, nur wenn die Manager wirklich ein für alle Mal erledigt wären mit ihrer Karriere, ja, nur dann würden sie alles dafür tun, dass die Bank nicht in die Pleite gewirtschaftet wird. Kriegen aber die Manager später in anderen Banken oder in anderen Teilen der Wirtschaft wieder gut bezahlte Jobs, dann wäre so ein System nicht machbar, sondern dann müsste man sich überlegen, ob man nicht so eine Art eine staatliche Grundbank, so eine Basisbank macht und alles andere außer dieser Basisbank eben grundsätzlich pleite gehen lässt, wenn die Misswirtschaft betrieben haben. Ja, und dann kriegen wir das vielleicht in den Griff. Ne? Ja.
Sozialismus und Kommunismus, was ist das eigentlich realistisch? Es gibt ja angeblich gar keine Definition von Sozialismus und Kommunismus, keine richtige. Ja, vielleicht könnte man sagen, aus naturwissenschaftlicher Sicht wäre ein echter Sozialismus und Kommunismus im Gegensatz zu den Pseudokommunismen und Pseudosozialismen und Pseudomarktwirtschaften wie Sowjetunion bis hin ja, DDR und so weiter, all diese Pseudo-Geschichten, also ein echtes naturwissenschaftliches Sozialismus und Kommunismus wäre einfach nur ein Land mit relativ vielen Sozietäten und Kommunen, in denen die Menschen leben, sozusagen. Also eigentlich sozusagen das, was wir auch als Bonobo-Kommunismus bezeichnen. Bonobos leben in Sozietäten bzw. Kommunen, Gruppen, ja, und das könnte man dann als die einzige Kerndefinition eines echten Sozialismus, Kommunismus bezeichnen. Eigentlich sagt das über die Wirtschaftsweise gar nichts aus, sondern es wäre ein Land mit vielen Sozietäten und Kommunen, ja, und das sozusagen empfehlen ja auch die Next Scientists for Future.de durch ihre Reformen. Die Voraussetzungen zu schaffen, dass Menschen von sich aus freiwillig wieder gerne und glücksorientiert und mit glücklichen Ergebnissen in Sozietäten bzw. Kommunen leben wollen, freiwillig, ne? Nichts mit Zwang, das darf niemals sein, ne? Ja, und bisher funktioniert ja die Welt so. Es werden Versprechen vor der Wahl gegeben von der politischen Kaste. Und da müsste man jetzt rechnen, wenn es die Wohlfühlstimme gäbe, würden natürlich auch da die Wohlfühlstimmen ein bisschen hochgehen. Ja, weil Menschen lassen sich dann vielleicht in einen Optimismus reinreden und der Optimismus führt vielleicht zu einer leichten Anhebung der Wohlfühlstimmen in zum Beispiel einem Bundesland, ne? Und wenn dann nach der Wahl sozusagen die Politiker sich mit den Reichen zusammensetzen und deren Politik machen sozusagen, sich von deren Politik überzeugen lassen sozusagen, dann wird wohl die Wohlfühlstimme wieder runtergehen. Das heißt also, wenn dann die Bürger schauen, welche Partei will ich garantiert nicht mehr wählen, dann guckt man durch die Bundesländer und guckt, wie die Wohlfühlstimmen sich entwickelt haben von dem Zeitpunkt vor dem Wahlkampf bis zum nächsten Zeitpunkt vor dem Wahlkampf. Ja, weil da dürften ja die Wohlfühlstimmen am schlechtesten sein, weil ja die Politik noch vor ihren Wahlkampfversprechungen steht. Und dann, wenn man das dann so vom Statistischen Bundesamt so aufbereiten würde, dass also immer nur das verglichen wird, also von vor dem Wahlkampf, also vor den Wahlversprechen, zu dem nächsten Punkt vor den Wahlversprechen, dann können die Bürger genau sagen, aha, diese und jene Bundesländer wurden von der Wohlfühlstimme her und den Gesundheits- und Langlebigkeitsdaten abgewirtschaftet durch die und die Partei, also wählen wir die nie wieder. Ne? Und damit ist dann echte Demokratie erzeugt worden. Ne? Denn das Problem, warum im Moment wir quasi so wenig Demokratie haben, ist, dass die Leute auf die Versprechungen vor der Wahl jedes Mal wieder reinfallen. Ne? Und das ist das Dilemma. Und das würde die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten beenden. Denn die Gesundheitsdaten können sie nicht über die ganze Legislaturperiode positiv beeinflussen durch Versprechungen, die kurz nach der Wahl schon nicht eingehalten werden. Ne? Also würde das Problem gelöst sein. Ne? Ja. Also deswegen, es müsste dann geguckt werden, also in jeder Kommune, jedem Bundesland würde man gucken, wie entsteht die Entwicklung von dem Zeitpunkt vor dem Beginn des letzten Wahlkampfes und bis vor dem Beginn des neuerlichen Wahlkampfes, ne? Und da wären dann
Da würde sich alles entscheiden, welcher Bürger noch was bereit ist zu wählen. Ne? Ja, bei Markus Krall nochmal, wie gesagt, ich schaue mir ja die Sendungen immer wieder an, weil es nichts anderes gibt. Es gibt also sozusagen, es gibt nur wahrheitsorientiertes ja hier nur bei den Next Scientists for Future und interessante Irrtümer gibt es dann eben nur in den Sendungen mit Krall, mit Felber, mit Professor Hans-Werner Sinn, Professor Truger und so weiter. Aber mit anderen gibt es eben nichts Sinnvolles. Da ist einfach nur so viel Irrtum, dass es einfach keinen Spaß macht. Ne? Ja, und Dr. Markus Krall hat quasi nochmal so seinen Standpunkt deutlich gemacht und der wird durch die Realität leider völlig widerlegt, ja. Also deswegen können wir da eigentlich auch schon mal aufs Tagesthema nochmal zurückblicken, ja. Die gefährlichen Irrtümer von Markus Krall. Er lebt also in dem gefährlichen Irrtum, dass sozusagen, ja, als ob jemand esssüchtig handle, weil die Krankenversicherung die Kosten übernimmt. So nach dem Motto, ich kann ja fressen, wenn ich dann krank werde, dann sorgt schon die Krankenversicherung dafür, dass ich schmerzfrei bleibe, also ist es mir egal. Das ist sicherlich ein kleiner Faktor in dem gesamten Geschehen. Aber 80% des esssüchtigen Handelns hat wahrscheinlich gar nichts mit der Tatsache zu tun, dass die Krankenversicherung reagiert, sondern er unterschätzt einfach, was echte Sucht ist, ja? Er unterschätzt ja auch, dass eben die Evolutionsverläufe bei freiem Markt und freier Arbeitsteilung zwangsläufig so verlaufen, dass die Sexualität unterdrückt werden muss, dass jede Form des Lebensglücks in der Bevölkerung unterdrückt werden muss, weil unglückliche Menschen durchschnittlich mehr shoppen gehen und mehr konsumieren. Und diese tiefe Suchtursache ist der Hauptfaktor, warum die Leute Drogen konsumieren, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten und so weiter konsumieren. Und das übersieht er völlig, sondern sagt, nein, die konsumieren ja alle nur, niemand wäre mehr süchtig, wenn wir die Krankenversicherung wegnehmen würden. Dann gäbe es auch keine Heroinsüchtigen mehr, keine Crack-Süchtigen mehr, als ob die sich von der Überlegung leiten lassen würden, dass sie hinterher ja kostenlos behandelt werden. Nein, vorher, die greifen zu Heroin und zu Crack, weil sie das Leben für so elendiglich und so unglücklich erleben selber, dass es ihnen egal ist, was aus ihnen wird und sie deswegen dann zu den Drogen glauben, damit sie diese Unglücklichkeitserzeugungsmaschine freier Markt und freier Arbeitsteilung Bundesrepublik Deutschland entfliehen können in eine Traumwelt oder Glückswelt, Glücksgefühlwelt, ja? Und nicht zufällig hat ja wohl auch der Kick bei Heroin soll er ja wohl Ähnlichkeiten haben mit Orgasmen, also quasi die sexuelle Unterdrückung und der Verlust der sexuellen Befriedigung ist das, oder der Mangel an sexueller Befriedigung ist das, was die Leute in die Heroinsucht treibt und nicht der Gedanke daran, dass sie hinterher ja kostenlos behandelt werden, ja, von der Krankenversicherung oder vom Gesundheitssystem. Ja, also das heißt, das ist ein ganz gefährlicher Irrtum das ist auch einer seiner Irrtümer auf dem Grund, derer eben er die Gefährlichkeit unterschätzt vom freien Markt und freier Arbeitsteilung. Und so, leider ist es eben so, dass Hans-Werner Sinn und Christian Felber zwar abgestuft ähnlich dem Irrtum aufsitzen, dass Markt gar nicht so extrem gefährlich sei, aber in Wirklichkeit ist es viel schlimmer. Also die Gemeinwohlökonomie, ja, also das heißt, Krall
hat die gefährlichsten Irrtümer bezüglich des Marktes. Hans-Werner Sinn etwas weniger gefährlich und Christian Felber noch etwas weniger gefährlich. Dafür hat er wieder andere Dinge, die die gesamte europäische Volkswirtschaft völlig ruinieren würden. Wiederum hat Hans-Werner Sinn dann diese Irrtümer nicht. Ja, und bei Fridays for Future ist eben unklar, wie weit die gespalten sind, dass die einen wollen vielleicht eine gewaltsame Revolution gegen das System, die anderen wollen wiederum den Markt weiterlaufen lassen, die soziale Marktwirtschaft weiterlaufen lassen. Also ganz unklar, aber deren Zentralirrtum, wodurch sie sich selbst zum Scheitern verurteilen, ist, dass sie auf das falsche Pferd gesetzt haben. Sie haben auf die Scientists for Future gesetzt, Le Menschen, die sich in totalen Irrtümern befinden und überhaupt keinen Realitätsbezug haben. Und also lauter Irrtümer aufweisen, glauben, dass es ausreichen würde, einfach irgendwelche Forderungen an die Gesellschaft zu stellen, von der die Gesellschaft natürlich weiß, dass diese Forderungen einen volkswirtschaftlichen Gesamtruin Deutschlands und Europas auslösen würden. Ja, und die Next Scientists for Future sind eben die einzigen, die es können und angeboten haben, ein Wirtschaftswunder in Deutschland zu erzeugen und aus dem Wirtschaftswunder heraus uns den Superluxus leisten zu können, wirklich klimaneutral oder CO2-neutral in Deutschland zu werden. Kohlestopp 2026 steht symbolisch, aber das ist ein Superluxus, den sich jedes Land nur leisten kann, wenn es erstens ein riesiges Wirtschaftswunder bekommt durch die 20 Reformen der Next Scientists for Future.de und wenn dann auch das nächste Land, wie zum Beispiel die USA, die Reformen nur bekommt, wenn es sich auch verpflichtet, den gleichen Prozentsatz wie Deutschland für den Klimaschutz auszugeben. Und wenn es das dann nicht macht, wird es quasi von der Nachbesserung, die immer erforderlich ist, der Reformen ausgeschlossen und dann scheitern die Reformen, ja? Und das heißt also, denn wenn die USA zum Beispiel dann von den Reformen profitieren würde, das Wirtschaftswunder kassieren würde, aber nicht den Klimaschutz machen würde, dann würde natürlich die USA Deutschland wirtschaftlich weit davonziehen, ja? Während wenn die USA den gleichen Prozentsatz wie Deutschland für den Klimaschutz aufwenden müssen und sich auch daran halten, dann können wir ein Land nach dem anderen, ja, wenn als nächstes China käme und so weiter, könnten wir ein Land nach dem anderen CO2 freimachen bei gleichzeitigem Wirtschaftswunder dieses Landes, ohne dass sich die Weltranglistenpositionen der einzelnen Staaten verändern, weil sie ja alle den gleichen Prozentsatz des Wirtschaftswunders durch die 20 Reformen der Next Scientists for Future für den Klimaschutz aufwenden und also auch die gleichen CO2-Freiheitswerte sozusagen erreichen müssen. Ne? Ja, ansonsten bliebe ja nur irgendwie eine weltweite Verpflichtung aller Staaten auf extrem hohe CO2-Bepreisungen und so weiter. Und ich fürchte, das kommt nicht so schnell, ne? Da wäre der Weg der Next Scientist for Future, der hätte ja schon vor einem Jahr, über einem Jahr beginnen können, ne? Aber Fridays for Future, das ist ihr Zentralirrtum, sich einmal von den Irrtümern der Next Scientists for Future einfangen zu lassen, von den Irrtümern der Scientists for Future einfangen zu lassen, anstatt auf die Wahrheiten der Next Scientists for Future zu hören. Ne? Ja. Dann geht's weiter. Ja, und Dr. Markus Krall hat noch so eine grundsätzliche Irrtumshaltung, so, ja, die Menschen sollen doch gefälligst so intelligent sein, dass sie fähig sind, die Werbelügen zu durchschauen. Die Eltern sollen doch gefälligst ihre Kinder so gut ausbilden, dass sie alle Werbetricks durchschauen können.
Also das ist sehr, sehr unrealistisch. Das gilt vielleicht für die obersten 5% der intelligentesten Teile der Bevölkerung, aber die restlichen 90%, 95% werden immer irgendwie durch die Werbetricks reingelegt und die Werbeirreführung reingelegt, ja? Also Krall fordert quasi, dass der ungebildete 18-Jährige praktisch alle Werbetricks gefälligst doch durchschauen können soll. Kann er aber nicht. Also sein Weltbild ist da völlig unrealistisch. Das trifft vielleicht für die obersten 5% der High Society zu. Seine Theorie ist also eine High Society-Theorie, die aber sozusagen die ganzen ungebildeten und unklugen Teile der Gesellschaft, die 90% der geistig eher ja wenig intelligenten der Gesellschaft überhaupt nicht abdeckt, sozusagen. Ja, und dann war wieder eine Sendung mit einer Frau, die sich entschieden hatte, ins Krankenhaus zu gehen. Warum hat sie Corona, wenn es überhaupt Corona war, nicht einfach zu Hause auskuriert? Ja, weil es eben zurzeit Mode ist, schon bei, wenn sie dann denkt, oh, ich habe vielleicht Corona, ich muss unbedingt ins Krankenhaus, ja, dass sie dann also leichtfertig nicht dem Satz von Professor Hacketal, Professor Dr. Med. Hacketal gefolgt ist, Vorsicht Arzt, Vorsicht Krankenhaus und so weiter, sondern einfach freiwillig ins Krankenhaus gegangen ist. Vielleicht wurde der Verlauf eben deswegen so kompliziert und sie wurde deswegen ins Koma gesetzt, weil die Ärzte voll von vorteilbringenden Irrtümern sind und nicht, und vielleicht hätte sie in Wirklichkeit Corona problemlos zu Hause auskurieren können, ohne die Folgeschäden des Komas, ne? Ja, das heißt also, wo stehen wir jetzt? Tagesbild nochmal. Und ja, also, Ihnen stehen hier 600 Sendungen mit überwiegenden Wahrheiten zur Verfügung. Sind auch andere Sendungen aufgeführt, die wenigstens noch Teilwahrheiten beinhalten. Aber Sie finden 600 Sendungen im Kontext dieser Sendung hier. Und Sie finden, wenn Sie alles fleißig anklicken und alles durchklicken, was es gibt, finden Sie am Ende insgesamt sechs Homepages, die Ihnen die neue naturwissenschaftliche komplette Wahrheit über die Welt bringen. Und ich hoffe, Sie entscheiden sich für die Wahrheit statt den Irrtum und laufen nicht mehr diesen massenhaften Irrtümern und abergläubischen Gedankensystemen hinterher. Und herzlich eingeladen, wie immer, in unsere Talkshow Demokratie pur mitdiskutieren. Ja, das war's wohl mal wieder für diese wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.